Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Saison in der FIFA 19 Karriere. Folgendes: Ich habe ein bisschen eingekauft. Und zwar habe ich den guten Gnabry wieder in unsere Mannschaft geholt. Der war gar nicht so teuer, muss ich sagen. Wen ich noch habe, ist Stefanik, den habe ich von Wolfsburg geholt. Das ist einfach nur ein guter Ersatzspieler. Sancho habe ich mir geholt. Für wenig Geld, ich glaube, der war nur 1,7 Millionen oder sowas. Und das war's, glaube ich. Einige Spieler sind noch gegangen worden. Zum Beispiel Zorro ist halt gegangen, Karriereende. Den habe ich dann noch weg. Das war's eigentlich. Da sind noch ein paar andere Spieler weg, aber ich glaube, das habt ihr alle schon mitbekommen. So. Ab hat davon gesagt, dass er gerne spielen will, deswegen lasse ich ihn noch spielen gleich. Aber erst im nächsten Fenster. Was haben wir noch? Und zwar andere Ligen. Muss ich gar nicht gucken. Ich kann ja bei mir in der Bundesliga gucken. Doch nicht. Wo sind alle? Egal, muss doch an kurz andere liegen rein. Was denn hier mit Bundesliga? Was ist denn die erste Bundesliga? Lul. Egal, zweite Liga. Wenn ich da reingucke, kann ich ja. Düsseldorf ist halt abgestiegen. Ja, die haben die Relegation nicht geschafft. Dann bin ich mal gespannt, wer aufgestiegen ist. Aber ich kann in meine eigene Liga nicht reingucken. Irgendwie. Ah, Wettbewerb wechseln. Da gucken wir gleich nochmal. Ist auch sowieso erst Qualifikationsrunde. Das ist Südamerika Cup Bundesliga. Also, Köln ist aufgestiegen, Union Berlin ist aufgestiegen und der HSV ist aufgestiegen. Juhu, es gibt wieder ein Nordderby. Finde ich cool. Das war das. Dann gehe ich nochmal kurz auf Saison und Kalender. Ja. Sind da die Champions League-Spiele schon drin? Wahrscheinlich noch nicht. Nee, sind noch nicht drin. Die Champions League Liga, selbst die DFB-Pokalspiele sind noch nicht ausgelost. Muss ich mich noch gedulden. Ja, wir haben jetzt erstmal ein Supercup-Spiel gegen Leverkusen. So wichtig ist mir der Supercup ehrlich gesagt nicht, muss ich sagen. Deswegen spiele ich aber irgendwie. Zu gewinnen versuche ich natürlich. Aber dass ich gewinne oder nicht, ist mir erstmal egal. So, wir machen wieder weiter alternativ. Das kennen wir ja noch. Weil das ist kein klassisches Ligaspiel und Jan-Philipp Arp hat gesagt, er würde gerne spielen. Deswegen darf er. Ja. Statt Kruse darf er ran. Kann sich Kruse nochmal ausruhen. Wie gesagt, das Spiel ist nicht so wichtig. Sonst habe ich die erste Mannschaft. Ist das denn schlau? Eigentlich brauche ich die erste Mannschaft gar nicht. Ich lasse Stefanjak spielen. Ich lasse. Sancho mal statt Klaassen spielen. Und sonst war's das erstmal. Na, ich lasse sie so mal spielen. Nicht komplett die erste Mannschaft. So.
Neue Saison, Alter. Ich freue mich drauf. Ich freue mich vor allem auf die Champions League, wenn ich ehrlich bin. Oh, gut. Okay. Egal, ich gebe aber eine Kommentare. Also bis dann. Wir kommen zum Höhepunkt dieses Wettbewerbs, wir kommen zum Finale, wir kommen zum Aufeinandertreffen der beiden besten Teams. In einigen Minuten kann es hier losgehen mit Werder Bremen, Bayer 04 Leverkusen. Willkommen zu Hause zum heutigen Spiel. Bei dem Wetter wahrscheinlich die beste Entscheidung, die Wohnung nicht zu verlassen. Es regnet in Strömen. Ja, schauen wir mal, wie die Spieler mit diesen Wassermassen auf dem Rasen zurechtkommen. In der heutigen Partie spielt Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen. Ein nicht ganz alltäglicher Auftakt in die neue Spielzeit heute. Die beiden Teams hätten wir hier vielleicht nicht erwartet. Umso spannender dürfte das Duell werden. Und da haben wir sie, die Startaufstellung von Werder Bremen. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Sauber vom Ball getrennt hier. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Und jetzt der Schuss. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Ricardo Goulart. Bellarabi. Aranguiz. Ricardo Goulart. Schönes Zuspiel. Tolle Aktion vom Tor. Leverkusen bekommt die Ecke. Die Ecke kommt. Schlechte Hereingabe, bleibt hängen. Karim Bellarabi. Schussversuch. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Mitchell Weiser. Hereingabe jetzt. Wird das seine Torchance? Ball kommt rein. Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Aranguiz. Bojan Palo. Ricardo Goulart. Und er geht an ihm vorbei. Ja, Flanke kommt kurz. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Kurze Distanz war das. Für ihn dann keine Schwierigkeit mehr, hier das Tor zu machen. Den macht er mal ganz sicher rein. Hier nochmal dieser Treffer. So, weiter geht's. Bayer 04 liegt hier jetzt vorne. Ballverlust.
Nuri Sahin. Dann zieht er ab. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Nein. Wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Aranguiz. Bojan Palo. Jetzt müssen sie aufpassen. Da ist die Flanke. Da können sie erstmal klären. Sie bringen den Ball nicht unter Kontrolle und müssen weiter aufpassen. Aranguiz. Bellarabi. Baumgartlinger. Weiser. Schöne Kurzpässe hier. Sie haben es im Moment wirklich nicht eilig. Kein Wunder bei dem Spielstand. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke bei der Abwehr. Jetzt vielleicht. Noch die Chance da. Die Fans spüren jetzt oder nie. Jetzt muss was kommen von der Mannschaft. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Jadon Sancho. Nuri Sahin. Aranguiz. Baumgartlinger. Bojan Palo. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Baumgartlinger. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Hereingabe. Muss Ecke geben. So, Ecke kommt. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Charles Aranguiz. Und jetzt ein Schuss. Es gibt Ecke für Bayern 04. Ecke wird kurz ausgeführt. Charles Aranguiz. Ein richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Also ich möchte heute nicht in der Haut des Spielers stecken. Der Regen hört nicht auf. Hoffentlich hält der Platz es aus. Ja, die Akteure sind auf keinen Fall zu beneiden. Der Platz kann das ab. Dank der Drainagen heutzutage sind die Schlammschlachten von früher ja selten geworden. Und jetzt haben sie den Ball. Jetzt Sahin. Da ist Platz. Jetzt die Flanke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Bojan Palo. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Gute Aktion. Sven Bender. Baumgartlinger. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Ja, das sieht gut aus. Ball draußen gibt Ecke. Die kurze Variante. Da ist die Hereingabe. Erstmal rausgefaustet. Da ist jetzt Platz. Und das ist der Ballverlust. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Baumgartlinger. Bojan Palo. Klasse Aktion, Ball ist weg. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen. Und das Spiel geht weiter. Leider nach wie vor in strömendem Regen. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an.
Er hat den Ball. Wird da was draus? Einwurf. Jetzt Schein. Nun Bellarabi. Da trennt er ihn vom Ball. Jadon Sancho. Aranguiz. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Jedwai. Weiser. Er wechselt nach Italien und wird zukünftig für die alte Dame, für Juve, auflaufen. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig... Billy! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Die Wiederholung dieses Tores schauen wir uns gerne nochmal an. Tolle Flanke von rechts. Das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber, keine Frage. Klasse Tor hier von Ihnen, da hat das Timing einfach gepasst. Und zwar sowohl beim Abschluss als, Wolf, fast noch wichtiger, bei der Hereingabe. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob Sie so weitermachen. Gebre Selassie. Toller Pass. Da ist die Flanke. Auf der Linie gerettet. Ganz stark gemacht. Und das war so knapp. Wahnsinn. Auf der Linie gerettet. Klasse Aktion. Sah nach einem sicheren Tor aus. Das frühe Pressing jetzt. Sie bekommen den Einwurf. Gebre Selassie. Nuri Sahin am Ball. Da gewinnt er den Zweikampf. Ricardo Goulart. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Und jetzt Bellarabi. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Es wird einen Spielerwechsel geben, Buschi, und zwar bei Bayer Leverkusen. Und ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen diese Umstellung auf ihr Spiel hat. Klassen. Ludwig Augustinsson. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Das könnte eine Gelegenheit werden. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Bellarabi. Aranguiz ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Da ist Platz. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Nuri Sahin am Ball. Souverän gemacht und das war gar nicht so einfach. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Und jetzt gibt es Einwurf. Jedwai. Brandt. Ricardo Goulart. Cesc Fabregas. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Gut aufgepasst und gut verteidigt. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Hereingabe jetzt. Da können Sie erstmal klären. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Das war knapp. Den Ball hat er irgendwie nicht richtig getroffen und lässt diese Chance hier liegen. Schöne Vorarbeit, aber der Abschluss war gar nichts.
So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ricardo Goulart. Fabregas, was für ein Pass. Er kann ihn reinbringen. Und da ist der Ball wieder weg. Und nun Fabregas. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Bei Werder Bremen gibt es eine Auswechslung, Buschi. Und ich bin gespannt, ob der neue Mann hier sofort reinfindet in diese Begegnung. Ecke kommt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Abgeblockt. Nun Kruse. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Ricardo Goulart. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Fängt diesen Ball ab. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Klasse Technik. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Chor. Bojan Palo. Ich muss sagen, wie überzeugend sie hier generell ihr Passspiel aufziehen. Das ist schon bemerkenswert. Ja, kann man wohl sagen. Eine wahre Freude zuzuschauen. Alle ständig in Bewegung. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Brandt. Jedwai. Und nun Fabregas. Sie haben den Ball und bei ihrer enormen Ballsicherheit geben sie den natürlich jetzt auch nicht mehr her. Man kann es ihnen eigentlich auch nicht verdenken. Er geht aufs Ganze mit der Grätsche. Eine Niederlage im Finale, das tut natürlich besonders weh. Heute müssen sie den anderen beim Jubeln zusehen, aber wer weiß, vielleicht sind sie irgendwann doch auch mal ganz oben. So, das ist ein Moment fürs Poesiealbum, für die Vereinschronik, auch fürs Vereinsmuseum, weil es gibt ja was dafür. Es ist ein schöner Moment. Ja, du willst doch vom Schleifchen und Speckchen sprechen, ne? Nö. Es ist eben nicht nur das Schleifchen und das Päckchen. Es ist ein schönes Paket, was sie sich da geschnürt haben am heutigen Abend. Und das bessere Team hat im Supercup heute gewonnen, würde ich zumindest sagen. Was meinst du, Buschi? Da bin ich voll bei dir, Wolf. Und konzentriert gespielt. Tolles Bild jetzt hier. Ich glaube, an diese Mannschaft werden wir uns noch lange erinnern. Ja, das ist ein sensationelles Team. Ohne Schwächen, einfach klasse zusammengestellt, auf den Punkt topfit und auch taktisch immer wieder überragend. Ich hab dir gewinnen lassen. Jetzt hätte ich ja nicht meine fast zweite Mannschaft aufgestellt. Wie gesagt, der Titel war unwichtig für mich, in meinen Augen. Ist das nur eine Frage, Angebot für Zahn schon angenommen? Ja, okay, den habe ich schon. Achso, nachher für Spieler. Ja. So, simuliere ich noch ein bisschen durch bis zur nächsten Partie und dann gucken wir mal weiter. Halt, erstmal Training.
Vielleicht Sancho mal das Training reinholen. Sancho anstatt Bauer. Scheiße, das Fliegespiel da oder so, okay. Und wen habe ich noch neu? Gnabry. Ja, Gnabry brauche ich nicht reinholen. Das lasse ich so. Lol, die bekommen trotzdem so heftig hochgegangen. Das Abfangen. Der Sancho. So, jetzt simulieren. Ich kann wieder trainieren. Interesse an Waldschmidt? Hä? Waldschmidt ist auch gar nicht bei mir, oder? Achso, ne. Ich habe soweit eine gute Mannschaft. Eine Mannschaft, die meiner Meinung nach auch Champions League tauglich ist. Und das reicht mir. Und das erste Ligaspiel habe ich gegen Hoffenheim. Transferangebot für Hanek. Das viel. Nur, das nehme ich doch mal an hier. Da brauchen wir nicht auf der Bank versauern. Weißt du? Alles klar, das erste Bundesligaspiel ist tatsächlich sogar ein Heimspiel. Und das ist dann gegen die gute Hoffenheim. Und Leverkusen hat das erste Spiel verloren. Lul, gegen wen? Gegen Union Berlin haben die verloren. Was? Hannover gewinnt 3-1, RB Leipzig 2-0 gewonnen, Wolfsburg Köln 1-1, Bayern gewinnt 3-1 gegen Mainz. Ja, lustig. So, was ich noch gucken will. Und zwar. Okay. Ne, das kann ich mal hier gucken eigentlich. Beziehungsweise. Champions League, wie weit sind wir da? Playoffs noch. Einen Moment mal. Geht denn aber nichts noch gar nicht? Kann ich da noch kein weitergehen? Nee. Wie sieht's mit DFB-Pokal aus? Runde 1. Sind noch nicht alle Spiele gespielt. Alles klar. Also weiß man dann quasi noch nicht, gegen wen ich spielen muss in der Champions League bis jetzt. Ja, nicht andere Ligen. Kalender. Das ist, glaube ich, noch gar nichts ausgelost, ne? Nee. Freitagsspiel, Sonntagsspiel, Sonntag. Warum ist. Ach, das ist ja so. Hä? War das vorhin auch schon so? Ich glaube nicht. Ne, ist doch nichts ausgelöst, alles klar. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao. In Bremen fließt. Ein steter Strom vorbei am Weserstadion. Hier sind wir zu Haus, hier geht's uns gut. Denn Werder zaubert, siegt und lacht. Ja, Werder ist die